Ein herzliches Willkommen zum Mathematikrätsel auf spektrum.de. Und jetzt viel Freude beim Lösen des Rätsels. Zunächst die Aufgabe. Es geht um solch einen Quader. Eine Verpackungsfirma benötigt quaderförmige Schachteln aus Pappe und bei der Schachtel soll die Höhe genauso lang sein wie die Seite B. Hier die Seite A, Seite B und die Höhe gleich B. Zusätzlich soll für A und B gelten, A plus B gleich 45 cm. Die Frage, welche Längen müssen für A und B gewählt werden, damit das Volumen der Schachtel den größten Wert annimmt? Die Werte für A und B sollen natürliche Zahlen sein. Hier kommt die Lösung. Für das Volumen der Schachtel gilt die Formel für den Quader V gleich Grundfläche mal Höhe. Die Grundfläche ist A mal B, hier einmal gezeigt, und die Höhe ist ja genauso lang wie die Seitenlänge von B. Das bedeutet V gleich A mal B oder abgekürzt V gleich A mal B Quadrat. Wir wissen, dass A plus B zusammen 45 als Summenwert ergeben soll, und es besteht jetzt die Möglichkeit, einmal alle Werte für A und B, 1 plus 44, 2 plus 43 und so weiter, zu wählen. Man landet schließlich bei 44 für A und plus 1 für B und hat die 44 Möglichkeiten sozusagen herausgefunden. Setzen wir das in die Formel für das Volumen ein, starten wir mal mit A gleich 1, erhalten wir 1936 Kubikzentimeter und bei A gleich 44 sogar nur 44 Kubikzentimeter. Das schauen wir uns jetzt einmal etwas genauer an und nähern uns weiter einem größten Volumen, falls es das gibt. Und tatsächlich wählt man für A verschiedene Werte, verändert sich auch jeweils das Volumen. Und schließlich die 15 für A gibt einen wirklich größten Wert, nämlich 13.500 Kubikzentimeter für das Volumen. A gleich 15, B gleich 30 und schließlich das Volumen 13.500 Kubikzentimeter ist die Lösung für das heutige Rätsel. Eine Expertenlösung als Anwendung der Differentialrechnung wird jetzt erläutert für alle, die nicht knobeln, sondern Mathematik betreiben wollen nach einem vorgegebenen Muster. Hier die Formel noch einmal. Man kann jetzt in der Formel V gleich A mal B Quadrat für das A 45 minus B einsetzen. Dann kann man die Klammer auflösen und schließlich kann man hier sehen, dass das Volumen ausschließlich von der Längenseite b abhängt. 45b² minus b hoch 3. Wir bilden die erste Ableitung. Alle Oberstufenschülerinnen und Schüler werden das wissen. Eine notwendige Bedingung, um ein Maximum einer Funktion herauszubekommen, ist, dass man die erste Ableitung gleich 0 setzt, wie hier geschehen. Wir verändern die Gleichung und nehmen die 3b einmal als Ausklammerwert heraus und wir erhalten 3b gleich 0, 30 minus b gleich 0 und es kann nur b gleich 0 oder b gleich 30 sein. Ist b gleich 0, würde das Volumen überhaupt nicht existieren, denn a mal 0 wäre 0 und v wäre dann auch 0. Es bleibt nur zu untersuchen, ob b gleich 30 tatsächlich ein Maximum für das Volumen ergibt. Dazu gibt es die hinreichende Bedingung, dass die zweite Ableitung, wenn wir diesen Wert für b dort einsetzen, einen negativen Wert ergeben muss. Und das ist tatsächlich hier der Fall. Die zweite Ableitung an der Stelle 30 ist kleiner als 0. Das Volumen ist also am größten, wenn b gleich 30 ist. Mithilfe der Formel a gleich 45 minus b lässt sich das a dann auch bestimmen, a gleich 15. Und man sieht auch hier, a gleich 15, b gleich 30 und das Volumen 13.500 Kubikzentimeter hat den höchsten Wert. Zeichnet man die Kurve,
wie hier geschehen, v gleich a mal b hoch 2, hat man den Volumenwert auf der y-Achse, die Werte für b auf der x-Achse abgetragen, dann erkennt man, dass dort bei b gleich 30 der Volumenwert 13.500 tatsächlich den maximalen Wert einnimmt. Das Ganze ließe sich jetzt auch noch einmal animieren. Wir lassen einmal den Punkt von links nach rechts wandern. Er startet bei 0, 0 und die Volumenwerte wachsen und wachsen, bis sie schließlich das Maximum erreichen. Dann werden sie wieder kleiner und bei b gleich 45 ist der Volumenwert auf 0 geschrumpft. Das war die Lösung, die mathematische Lösung der heutigen Aufgabe.